Hallo, mein Name ist Gamero und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom FIFA 17 Karrieremodus mit Real Madrid. Heute ist mal wieder ein großer Tag, mal wieder. Wir kennen es aus den letzten Folgen. Wir spielen wieder gegen Barcelona. Diesmal nicht in der Champions League. Da haben wir es... Ich will nicht spoilern. Aber diesmal in der La Liga. Und ja, wir wissen aus den letzten Matches gegen Barcelona 2 an der Zahl, dass es sehr, sehr harte, sehr, sehr schwierige Matches waren und auch wahrscheinlich wieder sein werden hier in der La Liga. In der La Liga ist es so, dass wir relativ gut auf dem ersten Platz stehen. 31 Spieltage sind durch. Wir haben 75 Punkte erreicht. Barcelona hat 71 Punkte. Das heißt, es könnte ein wirklich entscheidendes Match heute sein. Gewinnen wir heute gegen Barcelona, dürfte es relativ sicher sein, dass wir Meister werden. Verlieren wir gegen Barcelona, so kommt Barcelona ein Punkt an uns heran. Und dann wird es mal wieder relativ kritisch. Und dann wird es noch eine richtig, richtig spannende Saison. Wir gucken uns hier nochmal alles an, wie es denn aussieht. 38 Spieltage müsste es eigentlich sein, ist die komplette Saison. Also wir haben noch 7 Spiele. Das ist jetzt nicht das Thema. Selbst wenn wir verlieren sollten. Aber dann wird es schon ziemlich hart. Dann dürfen wir uns wirklich keinen einzigen Fehler mehr erlauben. Auch in der Simulation nicht. Und die Simulation, die hat uns bisher das Genick gebrochen. Ja, es wird auf jeden Fall spannend gegen Barcelona. Barcelona, harter Gegner, definitiv. Wir gucken uns mal ganz kurz die Aufstellung an, wie wir sie vielleicht nutzen werden. Zuletzt haben wir so gegen Barcelona gespielt und eigentlich sieht es so von der Fitness her aus, als könnten wir nochmal so spielen. Ich denke mal schon. Vielleicht nehmen wir Dele Alli rein für Rodriguez, der wirkt nicht hundertprozentig fit, wobei Rodriguez ziemlich stark war. Komm, wir versuchen es erstmal nochmal mit Rodriguez und dann... Ja, schauen wir mal. Vielleicht wechseln wir Dele Alli ein. Gucken wir einfach mal. Und ich würde sagen, wir springen jetzt einfach ins Match. Wir haben Heimspiel. Und ja, die Frage ist, markiert Ronaldo das dringend benötigte Tor? Willkommen in der La Liga. Willkommen im Estadio Santiago Bernabéu. Willkommen in Madrid zum Spitzenspiel Real Madrid gegen FC Barcelona zum El Clásico. Das dritte Mal in Folge. In der Champions League haben wir schon gegen Barcelona gespielt und jetzt ist es auch in der La Liga mal wieder soweit. Wir haben heute dieses Jahr, glaube ich, warte mal, lass mal überlegen. In der La Liga natürlich zweimal, in Champions League zweimal, viermal und im Pokal noch zweimal gegen Barcelona gespielt. 6 Spiele gegen Barcelona diese Saison, das ist mehr als heftig. Und das wird das letzte Spiel gegen Barcelona sein. Sie werden uns nirgendwo mehr über den Weg laufen können. In der Champions League nicht, im Pokal nicht. Ja, in der La Liga dann auch nicht mehr, weil wir da schon alle Spiele dann durch haben. Also, das wird das entscheidende Match für die Meisterschaft. Vielleicht das entscheidende Match für die Champions League hatten wir ja schon. Und hier ist unser Team. Ich habe es am Anfang der Folge schon vorgestellt. Mehr braucht man dazu gar nicht sagen. Top-Team, ganz klar. Und natürlich hat auch Barcelona ein Top-Team mit Neymar, Suarez und Messi, wie sie hier auch stehen. Arda Turan haben wir gesehen, der spielt anscheinend auch. Gucken wir mal, wer dann noch so am Start ist. Ich denke mal Arda Turan, Rakitic, Busquets. Nee, Rafinha nicht, Rakitic. Okay, also Cillessen wieder im Tor. Jordi Alba ist links, Mascherano in der Innenverteidigung mit Piqué und Vidal ist rechts. Turan, Sergio Busquets und Arda Turan. Nee, Rafinha und, ach, keine Ahnung. So, und natürlich vorne MSN, Messi, Suarez und Neymar. Und ich denke, wir haben Anstoß, wir werden Anstoß haben gegen diese Top-Truppe und mal gucken, ob wir, ja, die Spiele auch relativ erfolgreich durchlaufen lassen können. Wie gesagt, die letzten Folgen waren hart. Die haben wirklich an unseren Nerven gezehrt. Die haben wirklich alles mit uns gemacht. Und das soll natürlich auch so bleiben. Ramos, da hat er die Möglichkeit, rüber zu passen auf Ronaldo. Das wäre grandios gewesen. Aber jetzt vielleicht die Chance auf Dybala. Dybala mit dem Schuss. Cillessen hält. Ja, das war ein bisschen überraschend hier die Chance. Leider wurden wir ein bisschen gestört oder ein eigener Spieler hat uns irgendwie gestört im Aufbau. Das ist ein bisschen blöd gelaufen, aber ist egal. Na, jetzt wird gepfiffen. Ich weiß nicht, gegen Barcelona, ja, weil Neymar ein bisschen gedrückt hat, finde ich ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Das war ein ganz normaler Zweikampf. Hätte man weiterlaufen lassen können, aber für uns war es definitiv gut. Oh, der Ball war super. Ramos! Ramos! Aber der Schuss war schlecht. Schade.
Riesenchance für James Rodriguez, der sich mittlerweile tatsächlich gut ins Spiel integriert hat. Ganz am Anfang der Karriere hat er mir nicht so gefallen. Da fand ich Dele Alli deutlich besser. Mittlerweile macht er hervorragende Spiele, hat sich weiterentwickelt, keine Frage. Oh, Marcelo, das war relativ knapp. Auch Sergio Ramos, nicht ganz sicher. Und Dybala. Also Dybala ist natürlich eine ganze Klasse stärker als Benzema. Oh, der Ball war gut. Ramos klärt. Und De Gea relativ souverän. So souverän, wie es irgendwie nur sein kann und sein mag. Ja, schlechter Ball auf Mascherano. Und Dybala klärt erstmal. Naja, 15 Minuten bisher haben wir auf jeden Fall die besseren Chancen gehabt, definitiv. Aber das kann sich natürlich noch ändern. Barcelona hat eine Spitzentruppe, auch wenn sie vielleicht gegen uns manchmal ein bisschen schlechter aussahen, so haben sie trotzdem ein super Team und können immer gefährlich werden. Oh, Jordi Alba. Und das wird dann im Nachhinein gepfiffen gegen Bale. Naja, okay. Bisher die Schiedsrichterleistung nicht so toll, fand ich. Aber es kann noch besser werden. Auch er muss vielleicht noch ins Spiel finden, man weiß es nicht. Arda Turan. Auch ein hervorragender Kicker, ganz klare Sache. Ist kein Wunder, dass er bei Barcelona spielt. Neymar. Und gut gemacht von Modric. Der hilft damit, aber James verliert den Ball. Jetzt kann es natürlich richtig ärgerlich werden. Und Rafinha mit der Chance. Gute Möglichkeit. Und Varane klärt vor Suarez. Schön gemacht. James. Jetzt hat er ein bisschen Platz. Ah. Dachte, dass Modric da vielleicht ein bisschen schneller ist. Schade. Aber da kam halt keiner mit. Stellungsspiel. Stellungsfehler von Bellerin. Neymar jetzt komplett allein auf der Seite, aber Bellerin macht seinen Fehler wieder gut. Klärt aber leider nur zur Ecke. Schade. Ecke für Barcelona. 26. Minute. Und jetzt kann es wieder losgehen. Sie machen eine kurze Ecke anscheinend auf Messi. Quatsch, auf Neymar. Oh, Neymar kriegt den Ball. Jetzt dribbelt er sich ein bisschen frei und das... Oh, Bale. Stark. Aber Rafinha kriegt noch den Ball, versucht zu schießen. Ramos wirft sich in den Schuss. Klärt zur Ecke. Stark. Und wieder die gleiche Situation. Wieder Neymar mit der... Messi und Neymar mit der kurzen Ecke. Jetzt ist Messi am Ball. Und wieder Modric, wieder geklärt zur Ecke. Wahrscheinlich machen sie wieder das Gleiche. Nein, Messi diesmal direkt. Vielleicht wird das besser. Nein, das wird schlechter. Stark gekämpft von, ich weiß nicht, Rafinha, Sergio Busquets. Busquets, immer noch Busquets. Da muss doch einer mal hin. Ja, Suarez. Gut gemacht und die Chance für Barcelona, De Gea. Und es gibt wieder eine Ecke. Powerplay hier von Barcelona. Powerplay. Und De Gea kommt wieder dran. Und wieder die Möglichkeit. Wie diesmal über Messi. Da geht keiner hinterher und er schießt seinen eigenen Mann an. Ja, das muss Abstoß geben für Real Madrid. Tja, so kann es natürlich gehen. Powerplay von Barcelona. Sie wollen hier anscheinend tatsächlich gewinnen. Und wir wissen noch nicht ein, nicht aus. Oh Gott. Die Pässe sind noch nicht on point. Die funktionieren noch nicht so doll. Also Barcelona hat sich tatsächlich was vorgenommen. Sie haben sich anscheinend ja, auf ihre Stärken besinnt nach den letzten Spielen. Versuchen, so ein paar Sachen zu verbessern oder verbessert hinzukriegen. Und das gelingt ihnen im Moment ganz gut. Der Schuss von Sergio Busquets war jetzt noch nicht so überragend, aber ich denke... Er kann das auch besser, Arda Turan. Man muss aber auch sagen, in den letzten Spielen hat Barcelona auch schon dominant gespielt, auch gut gespielt. Waren vielleicht sogar teilweise stärker als Real Madrid. Ihnen hat nur ein bisschen das Glück gefehlt. James. Ach, James setzt sich gut durch. Jetzt muss er sich auch gegen Mascherano durchsetzen. Er flankt. Schöne Flanke. Piqué ist noch zur Stelle. Klärt. Mascherano kann den Ball nicht annehmen. Ecke für Real Madrid. Auch wir versuchen es mit einer kurzen Ecke über Modric. Modric mit der Flanke. Oh, die kommt ganz gut. Aber Cillessen geht raus, holt sich den Ball und alles ist in Ordnung. 44 Minuten gespielt, gleiches Halbzeit. Vielleicht nochmal die Chance für Barcelona. Ja, es sieht nicht danach aus. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Wenn sie jetzt nicht Gas geben, dann passiert hier nichts mehr. Aber sie geben Gas. Suarez, schön geklärt von Varane. Suarez bleibt liegen, aber ich glaube, der ist hart im Nehmen. Der kriegt das schon hin. Arda Turan. Neymar. Und, da geht Varane, müsste es sein. Varane ein bisschen zu hart rein.
60% Ballbesitz, die letzte Chance vor der Halbzeitpause für Barcelona. Und die kommt gut mit dem Kopfball von Messi. Es gibt doch nochmal die Möglichkeit, über die Ecke. Diesmal wird Thuram sie schlagen. Wieder kurz auf Neymar. Neymar. Mascherano. Neymar wieder, das macht er stark. Und wird gelegt. Und es wird wieder gepfiffen. Also, jetzt mittlerweile dürften wir 10 Minuten Nachspielzeit haben, so gefühlt. Messi jetzt nochmal mit der Chance. Wahrscheinlich wird so lange gespielt, bis Barcelona das Tor macht. Alex Vidal. Und wieder geklärt. Wieder Ecke. Also, jetzt haben wir mittlerweile fast 20 Minuten wahrscheinlich Nachspielzeit. Was ist denn das? Ecke für Barcelona. Die kriegen den Ball auch nicht raus. Und jetzt ist es soweit. Die Halbzeit, die erste Halbzeit ist vorbei. Eigentlich müsste mittlerweile das Spiel schon vorbei sein. Oder die Halbzeitpause, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ganz schön übel. Also Barcelona macht hier ein richtig starkes Spiel. Powerplay ohne Ende. Und jetzt wollen sie es natürlich nochmal ein bisschen verstärkt machen mit Rakitic für Arda Turan. Also die kommen noch nicht so richtig ins Spiel. Wir sind echt die ganze Zeit hilflos ausgeliefert vor diesem Powerplay von Barcelona. Die haben sich richtig was vorgenommen. Und Bale, stark gemacht. James, schwacher Ball. Wird aber gefoult. Naja, Schiedsrichterentscheidung, ich bin immer noch nicht bei dir. Marcelo. Oh, das war ein starker Ball. Ronaldo. Ah, James Rodriguez denkt nicht mit. Schade. Jordi Alba. Sergio Busquets rüber auf Neymar. Dribbelt und dribbelt. Jetzt versucht er bestimmt irgendwann den langen Ball. Nein, macht er nicht. Er versucht sich weiter durchzudribbeln. Das ist natürlich schwer zu verteidigen, wenn ein Neymar mit seinen, ja, mit seinen Skills hier durchgeht. Ist das schwer zu verteidigen. Oh, die Baller. Aber gut geblockt von Alex Vidal. Das war nicht so schlecht. Rakitic. Rakitic. Suarez. Jetzt wird es schwer hier zu verteidigen. Rakitic. Immer noch Rakitic. Setzt sich gut durch gegen Kroos. Sergio Busquets kriegt den Ball auf Suarez. Und wir holen den Ball. Kroos, sehr schön. Jetzt vielleicht mal ein Konter. Also wir müssen uns, glaube ich, auf Konter konzentrieren hier. James. Sehr stark. Sehr stark. Gegen Piqué setzt er sich durch. Er setzt sich gegen Piqué durch. Der Pass auf Modric und der wird geblockt. Junge, Junge, Junge. Also das hätte James Rodriguez tatsächlich, glaube ich, auch selber versuchen können. Hat leider nicht funktioniert. Seine Idee war aber nicht so schlecht. Und wieder gut verteidigt von Barcelona. Also im Moment ist es eher, oh, weiß ich, das Spiel von Barcelona, definitiv. Die Baller. Auch die Baller kommt noch nicht so richtig klar. Also wenn, ich weiß nicht. Barcelona macht das sehr gut. Es ist noch kein Durchkommen hier so richtig. Marcelo. Sofort sind sie da, sofort sind sie am Mann. Das ist saustark von Barcelona gelöst. Alex Vidal. Also technisch hervorragend, was Barcelona hier macht. Es ist der Wahnsinn. Rafinha. Also wir kommen überhaupt nicht dran. Wir kommen überhaupt nicht in die Nähe des Balls. Neymar hat uns aussteigen lassen. Rafinha. Also so langsam hat das hier auf jeden Fall ein Tor verdient. Aber Ramos ist da. So, Bale. Jetzt haben wir vielleicht die Chance. Na, gut geholt. Also ich weiß nicht. Wir müssen uns was überlegen. Wir müssen vielleicht wechseln. Ich denke mal, wir wechseln jetzt schon mal ganz kurz. Wenn die nächste Pause da ist, dann, dass wir da auf jeden Fall schon mal ein bisschen was haben. Ich glaube, unsere Mittelfeldspieler sind nicht mehr so hundertprozentig taufrisch. Ich denke mal, Dele Alli kommt rein. Asensio kommt rein für Kroos. Und jetzt ist die Frage, Bale oder Kroos raus? Ich denke mal, wir nehmen Bale raus und dafür kommt Deulofeu. Der hat sonst immer richtig frischen Wind gebracht auf dem rechten Flügel. Ich hoffe, das kann er jetzt auch. So, Suarez. Ah, wird da gelegt. Es geht aber weiter. Naja. So, Freistoß für Barcelona. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir überhaupt eine Chance hatten. Suarez scheint verletzt zu sein. Suarez macht aber den Freistoß. Nein, Messi macht den Freistoß, aber der war super schlecht. Super schlecht. Also ich weiß nicht, 71 Minuten gespielt und ich weiß immer noch nicht, ob wir eine Chance hatten. Also wenn, dann keine große. Suarez. Mann, Mann, Mann. Also im Moment spielen wir echt nicht gut. Asensio. Jetzt mal auf Ronaldo. Ronaldo auch kaum zu sehen. Ronaldo. Jetzt kann er sich mal beweisen. Ronaldo.
Oh mein Gott, jetzt kann es die Chance werden und die Chance ist da. Dele Alli, mein Gott, das ist doch nicht wahr. Den hätte er reinmachen müssen. Das war super stark von Ronaldo gemacht und oh, ist der knapp am Tor vorbeigegangen. Wahnsinn. Also, jetzt hatten wir doch tatsächlich unsere Chance. Paco Alcácer kommt jetzt rein. Für Luis Suarez. Er kann anscheinend doch nicht mehr weitermachen nach seiner Verletzung. Mal gucken, was Paco so bringt. Asensio. Schön. Dybala auf Diallo Feo. Ja, er bringt tatsächlich frischen Wind. Kann er vielleicht auch die frischen Chancen bringen? Oh, kämpft sich zumindest durch. Schön auf Asensio mit dem Schuss. Ah, das war wieder so ein Schüsschen. Mann, Mann, Mann. Das war wieder nicht so gut. Und gut gekämpft. Dybala. Schön auf Asensio. Und der wird gelegt von Mascherano. Das muss eigentlich Elfmeter geben. Nein, der Schiedsrichter gibt keinen Elfmeter. Ich bin mir da nicht so sicher. Also bisher habe ich ja über den Schiedsrichter tatsächlich die ganze Zeit gemeckert. Jetzt bin ich mir wieder nicht sicher. Messi. Messi mit dem Schuss. Auch wieder nur ein Schüsschen. Tja, die Schüsse sind im Moment nicht on point. Boah, Asensio. Hervorragend gemacht. Und Barcelona macht sehr viel Druck. Wir kriegen nicht den Raum, den wir eigentlich brauchen für unsere Angriffe. Das ist schon hervorragend, was Barcelona da macht. Oh, Paco Alcácer kann sich durchsetzen. Ramos ist aber doch noch zur Stelle. Okay, jetzt vielleicht eine der letzten Möglichkeiten für einen Konter. Dele Alli, weiter Ball. Auf Jordi Alba. Da kommt auch ein Paulo Dybala nicht mal ran. Na, das war ein bisschen ungestüm gespielt. Schade. Und Alcácer. Ja, der verliert mehr Bälle, als dass es, Barcelona hier hilft. Das ist im Moment noch nicht so gut von Paco. Piqué. Rafinha. Paco Alcácer. Ist aber noch ein junger Mann. Sehr talentierter Kerl. Das kann man noch hinkriegen so. Dass er irgendwann mal die Ballannahmen verbessert und die Technik verbessert. Oh, Asensio. Naja. Das war's. Es war kein herausragendes Spiel, zumindest nicht von uns. Barcelona hat uns ganz schön eingeschnürt. Hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Ich glaube, das war die beste Leistung von Barcelona gegen uns in dieser Saison. Kann man nicht anders sagen. Es ist ein Unentschieden, was teilweise glücklich für uns war. Muss man sagen. Teilweise glücklich für uns. Und wir sehen gerade bei Messi, ja, wenn sein Trikot ein bisschen hochrutscht am Arm, dann sieht man, er hat nur das, was außerhalb des Trikots rauskommt, nur das hat er tätowiert. Ne? Nur, dass du da Bescheid wisst. Oh je. Naja. Okay, also auf jeden Fall, die Leistung von uns war jetzt nicht so besonders gut. Immerhin haben wir einen Punkt geholt. Wir haben weiterhin Barcelona auf Abstand gehalten. Ich glaube, da können wir definitiv mit zufrieden sein. Immerhin haben wir nicht gegen Barcelona verloren. Und somit haben wir noch allerbeste Chancen auf den Sieg der La Liga. Und ich denke mal, das ist eigentlich das Wichtigste im Moment. Und ja, wir werden noch mal ein bisschen weiter trainieren. Wieder unsere Jugendspieler. Mal gucken, wie sie sich weiterentwickeln. Wir müssen ja pushen, wir müssen Gas geben, damit wir unsere Ziele erreichen. Und es sieht gerade nicht so gut aus. Ah doch, Kovac hat sich ganz gut verbessert, ehrlich gesagt. Hat fast eine komplette Stärke weiter hoch gemacht. Das war nicht schlecht. Markiert Ronaldo das dringend benötigte Tor? Nein. Also bisher nicht. Und das dringend benötigte Tor ist, weil er die letzten Spiele nicht getroffen hat. Naja, so ist es halt. Angebot zurückgezogen von Portugal. Wir werden also nicht Nationaltrainer von Portugal. Das stimmt mich froh. Deportivo La Coruña wird das nächste Spiel sein. Wir werden unsere Jungs mal motivieren statt loben. Ich denke mal, das passt schon. Können wir uns mal unterhalten? Okay. Ich arbeite sehr gerne mit Ihnen, aber ich mag das Land einfach nicht. Ich sage Ihnen das, weil ich denke, dass ich den Verein wechseln sollte. Die Fans sind hier sind fantastisch, aber ich werde die hiesige Kultur und Politik nie verstehen. Ich fühle mich sehr fremd. Ich merke, dass es bereits meine Form beeinflusst und ich muss mir Gedanken über meine Zukunft machen. Also, shit. Gareth Bale möchte weg. Tja, so kann es leider gehen. Gareth Bale möchte den Verein verlassen. Ich denke mal, den Wunsch können wir ihm eigentlich eigentlich nicht abschwatzen.
Ich denke, wir werden ihn zur nächsten Saison verkaufen müssen. Ich denke, dass uns bleibt keine andere Wahl. Naja, wird er halt wieder nach England zurückgehen wahrscheinlich. Naja, müssen wir mal sehen, wie es so weiterläuft. Ich denke, zur Sommerperiode müssen wir da tatsächlich handeln. Aber ich denke mal, wir können auch einige Verpflichtungen tätigen, die ihn ersetzen können. Und ja, diese Folge ist erstmal damit beendet. Die nächste Folge wird gegen Deportivo La Coruña sein. Eine sehr, sehr wichtige Partie. Ich denke mal, die sind irgendwie... Nee, sie sind auf dem 11. Platz. Das heißt, wir brauchen das gar nicht machen. Wir brauchen gar nicht gegen die spielen. Sondern danach wird es, glaube ich, gegen Valencia sein, oder? Irgendwas war da. Valencia, tatsächlich. Also wenn wir in der nächsten Partie dann anscheinend gegen Deportivo spielen und dann gegen Valencia. Sehr schön. Und danach kommt auch schon, ja, Champions League wieder gegen Sporting. Also es sind auf jeden Fall wieder ein paar interessante Wochen, die wir zu spielen haben. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich bin's auf jeden Fall. Lasst eine Bewertung für diese Folge da. Lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht es gut. Ciao. Keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me out. Fuck all that shit, just let me go.